Hey Leute, ich bin der Bruger und möchte euch heute mal wieder ein Indie-Game vorstellen. Das gute Ding nennt sich Perspective, ist jetzt noch nicht allzu lange Zeit draußen. Mit allzu langer Zeit meine ich nicht länger als einen Monat, ich bin mir nicht ganz sicher. Hab erst vor kurzem davon erfahren, aber es sieht sehr interessant aus. Und das Schöne ist, es ist free to play. Das heißt, ihr könnt es euch einfach runterladen und loszocken. Hat jetzt 150 Megabyte für Leute mit langsamerer Internetleitung. Aber macht schon was her, grafisch. Ich find's sehr hübsch. Hab's selber noch nicht gespielt und das tun wir jetzt mal. Link ist natürlich in der Beschreibung. Oh, geil. Ich liebe solche Musik, Leute. Chiptune und überhaupt. Oh, geil. So 8-Bit-Musik einfach. Also, ich bin dieses Männchen, scheinbar. Und ich kann in Portale reinlaufen. WASD zum Bewegen. Oh. An den Orangen gehe ich wohl kaputt. Ja, wie ihr euch schon denken könnt, es heißt nicht umsonst Perspective, also Perspektive, denn es hat was mit der Perspektive zu tun. Was zur Hölle? Also je nachdem, wie das Bild gedreht ist, können wir wohl dann auch die Level-Architektur beeinflussen. Aha, Left-Click. Ah, genau, jetzt können wir nämlich die Sicht drehen, seht ihr? Und können dann damit bestimmen, wo wir laufen können. Wenn ich nochmal links klicke, geht die Sicht wieder auf normal. Ah, seht mal, Achtung. Achtet mal drauf, jetzt habe ich hier nämlich eine Lücke zwischen diesen blauen Linien und ich sterbe. Jetzt mache ich das mal so, dass eine Sichtlinie praktisch gebildet ist und jetzt kann ich hier drauf laufen. Und jetzt steht das Männchen hier hinten. Ist das nicht toll? Also allein schon die Technik und die Idee dahinter finde ich Hammer. Hui! Was? Move onto the next screen and press E. Ah, seht mal, hier kann ich The Cube aktivieren. Nein. Nein, kann ich wohl nicht. Mache ich das mal so. Hui! Und jetzt kann ich E? Nö, scheinbar nicht. Ich drück doch E. Okay, ich schnall's gerade nicht so ganz. Achso, ich muss das Vieh hier draufstellen, oder wie? Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das jetzt? Okay. Ihr seht schon. Wir müssen dann wohl hier rüber bewegen. Na gut, jetzt stehe ich irgendwo in der Luft, das ist schlecht. Okay. Das funktioniert nicht so ganz, wie ich mir das denke. Stehe ich jetzt da? Ne, jetzt stehe ich hier. Ach so, okay, aber das funktioniert auch. Hops, und ins Portal. Ist das nicht geil? Und hiermit habe ich mir die Tür geöffnet. Juhu! Ach, jetzt bin ich hier hinten drauf, okay. Auch gut. So, hops, hops und hier rauf. Compression Artifact. Leute, das ist wirklich. Ich möchte es fast gar nicht glauben, dass das hier free to play ist. Also, es kostet. Also, nicht free to play, das ist falsch. Es ist wirklich kostenlos. Oh, das geht doch nicht gut. Warte mal. Und schon bin ich hier. Ist das gut? Ist das nicht gut? Ich bin ganz entzückt. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Alleine von der Technik her ist es schon ein Meisterwerk. Hops. Ja, für unser Männchen spielen natürlich Wände keine Rolle, solange die blaue Linie da ist. Und hier geht's weiter. Hui! Ach so, warte. Jetzt muss ich einen Weg finden, hier reinzukommen. Ach so, ich muss wohl ganz außen rum. Und das machen wir am besten so. Wie geil, ich muss halt nicht mal den ganzen Raum durchqueren, er kann hier einfach durchlaufen. Und in das Portal. Es ist so geil. So, Isolation Chamber. Machen wir das mal. Wo muss ich denn hin? Okay. Also so eingeschränkt ich auch bin, ich kann jetzt hier mit Leertaste kann ich wohl sprinten. Mit Shift auch. Warte mal, ich muss hier durchkommen. Das Problem ist gleichzeitig aber auch, diese blaue Fläche ist nicht nur unser Freund, es kann nämlich auch ein Hindernis sein. Na, seht ihr, da bleibe ich schon hängen daran. Und ich darf die Perspektive wohl nicht unterbrechen. Ah ja. Deswegen ja auch Perspective. So. Lass mich raten. Ah, ist es nicht gut? Ah! Okay, das war nix. Ich glaube. Oh! Ja, ganz klar.
darf halt die Sichtlinie nicht unterbrechen. Na gut, wie mache ich das jetzt? Das ist gar nicht so leicht hier. Ich mache das einfach mal so, dann habe ich mehr Raum zum Springen und dann geht das auch. Wunderbar. Es ist echt gut. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert. Aber bei den paar Megabyte scheint es wohl kein sehr, sehr langes Spiel zu sein. Upsala. Ups. Aber nichtsdestotrotz, alleine die Idee ist schon super. Oh, the hallway. Ahaha, lass mich raten. Das ist wieder sowas, wo ich sehr gut aufpassen muss. Ja, da kann ich wahrscheinlich nicht durch die Mitte... Ja, ihr seht, allein schon durch die Mitte kann ich nicht durch. Aber das Männchen, wie das schon animiert ist, finde ich sehr lustig. Hui! Ich find's voll knuffig. So, ich muss da rüberkommen. Die Frage ist nur, wie? Die Frage ist nur, wie? Ach so, seht mal. Aha, gar nicht so doof, ne? Aua. Gar nicht so blöde hier. Ich muss die Sichtlinie ja unterbrechen. Dann mach ich das... Naja, das wird nix. Nee, das... Cheat? Je größer das Männchen eigentlich, desto... Naja, desto blöder ist's. Okay. Ich seh's ein. Jetzt. Wunderbar. Das geht doch geschmeidig hier. Und ins nächste Portal. Whee! Nee, es gefällt mir wirklich gut. Auch die Musik ist richtig schön retro. Okay, dann gehen wir halt in die Wandblume. The Wallflower. Alles klar. Okay, ich muss hier rüber. Dann werde ich das mal... Kann ich mich da... Ach nee, er steht jetzt hier, verdammt. Ich habe eigentlich gehofft, er steht jetzt hier drauf. Machen wir es mal so. Ja, man muss halt immer so ein bisschen tricksen mit der Perspektive. Aber ihr seht, es geht schon. So, jetzt sind wir hier. Haha. Aber ich kann drüber laufen, das ist gut. Immerhin das. Wäre doof, wenn ich auch über diese orangenen Flächen nicht drüber laufen könnte. Dann hätte ich ein Problem. So, warte mal. Okay. Da, oh Gott, wie soll ich denn da hochkommen? Das ist ja fies. Warte mal. Ich mach das mal. Oh, okay. So mache ich das. Genau. Jetzt muss ich irgendwie nur die Sichtlinie mit diesem orangenen Teil da unterbrechen. Was ist das denn? Ah, das geht. Das geht doch. Jawohl. Man braucht nur ein bisschen Vorstellungskraft, dann ist das alles kein Problem. Man darf sich halt nicht an die ganzen Konventionen halten, von wegen, was ich nicht sehe, da komme ich nicht hin. Oder das scheint mir unmöglich, dahin zu kommen. Na, das ist immer irgendwie... Relativity. Ja, es ist immer relativ. Ihr seht es ja schon. So, ups. Allein schon die Animation. Ich glaube, deswegen lohnt sich das Spiel schon zu spielen. Oh, das wird schwer, glaube ich. Da muss ich mich wohl klein machen. Ganz klein machen. Da muss ich, denke ich mal, ganz, ganz nah ran, dass ich hier durchkomme. Ja, genau. Oh, wie gut. Wie gut einfach. So ein Minimännchen habe ich jetzt hier. Und jetzt wird er wieder groß. Toll, ne? Komm ich da hoch? Da muss ich mich wohl ganz groß machen. Jawohl. Es ist so gut. Es ist so gut, wenn der Plan funktioniert. Warte mal. Ne, das wird so nix. So vielleicht? Nein, so auch nicht. Verdammt. So? Ja, so geht's doch. Guck mal. So geht das doch. Ah, nee, das ist die Sichtlinie. Mann, wie mache ich das jetzt? Ich muss hier... Zack, hier rauf. Und jetzt... Jawoll, hab's doch schon. Oh, das macht so eine Laune hier. Einfach mal rumrätseln mal wieder. So richtig schön. Fast wie bei Portal von der Qualität her. Und free to play. Also kostet nichts. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich find's richtig super. Die Perspektive. Die Säule. The Pillar. Oh ja, ich sehe schon. Ich muss mit diesem Block arbeiten. Aber das ist kein Problem. Oh Gott, das wird knapp. Das wird knapp. Geh da rauf.
Warte. Noch ein bisschen. Ja, so kann es gehen. Jawohl. Okay. Allein schon, dass man kleiner wird, wenn man nah rangeht, ist so toll. Das finde ich so super. Okay, wie mache ich das jetzt? Oh, das wird schwer. Na gut, eigentlich doch nicht. Dann mache ich das einfach so. Haha. Einfach, aber einfach genial. So, ja, es muss nicht immer positiv sein, wie gesagt, wenn alles blau ist. Kann auch mal eine Hürde darstellen. So. Na, orange. Orange ist doof. Ups. Muss ich da rauf? Nö. Muss ich denn hin? Wo ist denn hier das Portal überhaupt? Ach, hier. Ah, okay. Okay. Na komm, den Fitzel hätten sie mir jetzt auch lassen können. Okay. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Nee, eigentlich gar nicht. Ich muss nur wieder die Perspektive ein bisschen ändern und schon... Upsala. Hahaha. Ja, schnell gewechselt und kein Problem. Oh yeah. Ups. Was kommt jetzt? Jetzt kommt... die Kraft, oder die Energiereserven und der Floor, also der Boden ist Lava. Sehr schön. Sollte doch kein Problem sein. Aha. Wo muss ich denn? Ich muss immer erstmal schauen, wo ich überhaupt hin muss. Und zwar. Erstmal durchsprinten. Ja, das, ich glaube, das kann man auch mal machen. Einfach mal den Level erkunden und gucken, wo es überhaupt lang geht. Ich schätze mal, ich muss dann hier rum. Da. Oh Gott. Das sollte aber kein Problem sein. Ich habe da schon einen Plan. Und zwar machen wir das einmal so. Ups. Springmännchen, spring. Und das geht auch. Und jetzt wieder ganz, ganz klein. Oh Mann, das ist fies. Das schaffe ich, glaube ich, gar nicht. Ach doch. Ausgetrickst. So. Und dann geht's hier weiter. Ups. Nee, wirklich. Probiert's mal aus. Das ist super toll, das Ding. Das haben wahrscheinlich wieder solche Studenten entwickelt, die eigentlich auch wiederum einen Preis dafür verdient hätten. Oh. Okay, wie komme ich dahinter? Wie komme ich hier in die Ecke? Vor allem, ich muss dann wahrscheinlich wieder... Ah, nee, warte mal. Das habe ich doch schon gelöst. Aha. Jetzt muss ich halt nur noch hier dieses Orangene wegbekommen. Ich kann ihn aber auch nicht in der... Wie soll ich sagen? Ich kann ihn noch nicht in der Tiefe des Raums bewegen. Das heißt, ich kann ihn nur links oder rechts. Also, ja, jetzt seht ihr, jetzt steht er nämlich hier, was ich gar nicht wollte. Hoppala. Das wollte ich doch gar... Ja, jetzt steht er schon wieder hier. Hm. Jetzt steht er hier... Nein, nicht da. Du sollst nicht dahinter, du sollst hier in den Vordergrund. Geht das nicht, dass er jetzt hier im Vordergrund steht? Nein, das geht nicht. Verdammt. Ich muss irgendwie diese orangene Linie wegbekommen, indem ich ihn eigentlich hier auf die Seite ziehe. Ach so, das geht doch. Warte mal, was mache ich denn? Denkfehler. Ich muss einmal ganz außen rum. So nämlich. Also diese minimalistische Musik ist auch richtig toll. Bis jetzt kann ich wirklich nichts Schlechtes daran finden. Und ich lasse mich da nicht beeinflussen, weil es nichts kostet. Nein, nein, nein. Das hier würde ich sogar als... Ja, nicht als Vollpreis, aber bestimmt für 15 Euro auch kaufen, muss ich zugeben. Habe ich gar kein Problem mit. Solche Leute muss man einfach unterstützen, finde ich. So. Wow. Was ist da los? Ah. 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 Oh Gott, der Boden ist wirklich Lava. Ach du Kacke. Soll ich denn... Was? Wie? Okay, ich glaube, ich habe gerade mein erstes Problem entdeckt. Wobei, wenn das geht... Warte mal, ich will es mal versuchen. Ja, ich kann mittendrin einfach anhalten. Na gut, aber das ist kein Garant, dass das jetzt funktioniert. Warte mal. Nö.
Nö. Ach doch, so könnte es aber funktionieren, oder? Nee, eben nicht. Ah, wie mache ich das? Ganz fiese Kiste hier. Oh Gott, nee, das wird nichts. Peng. Das wird doch nichts. Ach so, na klar. Na klar. Es ist nicht schwer, wirklich. Man muss immer nur lernen, umzudenken, dass alles nicht so nach den Konventionen funktioniert, wie man es kennt. So, warte. Das versuche ich jetzt mal mit diesem Sprung. Hopp, und einfrieren. Und weiter geht's. Haha. Na, das ist super. Das ist wieder so ein neues Element, was jetzt hinzugekommen ist. Was ich so ein bisschen vermisse persönlich, ist halt so eine Art Tutorial, wo einem gezeigt wird, was alles möglich ist mit diesen Fähigkeiten. Von wegen, wie bei Portal, dass man eben langsam, upsala, dass man eben langsam rangeführt wird. Du kannst das und das jetzt machen mit deiner Portalkanone. Aber ja, das ist halt alles nur Eingewöhnung, sage ich mal. Na. So. Man kommt eben von selbst ganz gut drauf, finde ich. Hopp, und einfrieren. So, das könnte klappen. Vielleicht aber auch genau das Gegenteil. Okay. Hehe. Nee, warte. Weiter rechts und wieder rechts. Wieder rechts. Und schon gelöst. Zack. Ach nee, doch nicht. Haha. Vielleicht nochmal größer machen. Yay. Coole Sache. Erde und Himmel. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen, Leute. Das ist eins der Indie-Games, das ich wirklich beenden will. Also nicht in diesem Video. Das könnt ihr selbst machen. Dafür sind sie ja da, dass ich euch informiere über neue Indie-Games, wenn ihr es nicht noch selbst schon entdeckt habt. Also ich bin da immer hinterher, weil ich finde meistens solche Indie-Dinger besser als irgendwelche Vollpreisspiele, weil die einfach Innovationen bringen, was sich keine große Firma traut. Ihr wisst ja, so EA zum Beispiel, die gehen ja immer nur von Gewinn aus. Warte mal, kann ich da vielleicht... Kann ich da so tricksen? Es geht tatsächlich, Leute, ich pack's nicht. Andere trauen sich halt mal was und bringen dann solche Sachen hier raus, was ich persönlich super finde. Die haben keine Angst davor, dass irgendjemand sagt, ja, aber die Verkaufszahlen, bla bla bla. Lass lieber nochmal ein Modern Warfare machen. Modern Warfare. Warte, wie geht das denn jetzt? Ich muss auf jeden Fall hier hin. So, wie mache ich das? Wie mache ich das? So, warte mal. Ja klar. Wieder so. Dann lasse ich ihn hier runterfallen. Nee, hier runter. Und schon bin ich hier. Es ist einfach so genial. So, mache ich das mal groß und hops. Naja, the climb. Das Klettern. Okay. Ach, aha. Komm, das ist doch easy. Das ist doch easy, Leute. Das ist doch Pillepalle. So. Und noch ein ganzes Stück näher und. Ja, das war jetzt wirklich einfach. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle reicht's auch mal. Wenn ihr es spielen wollt, es gibt bestimmt noch einiges zu tun, das könnt ihr ja gerne selber entdecken. Download-Link ist immer in der Beschreibung, ihr kennt mich ja. Oder wie immer in der Beschreibung. Sagen wir es mal so. Warte mal, ich will gerade noch kurz den Raum beenden. Vielleicht habe ich es jetzt schon durchgespielt, was ich ein bisschen doof fände, weil es gefällt mir gerade so gut. Hui! Und? The Arcade. Ach, es geht noch weiter. Das ist schön. Das war erst der erste Level. Oh, geil, Leute. Es geht noch weiter. Und dann geht's nochmal weiter. Gut, gefällt mir. Naja, spiel's doch mal selbst. Habt ein bisschen Spaß damit. Es kostet nichts. Ist es auf jeden Fall wert. Das Spiel hat's verdient, dass es mal mehr Leute anzocken und vielleicht auch eben ein bisschen im Internet verbreiten. Ich kann's nur empfehlen. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich bin der Bro, Leute. Haut's rein und tschö, tschö.